Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 12. Juni 2013. Heute vor 10 Jahren wurde der Grundstein für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses gelegt. Ein Beitrag von Regina Kusch. Dem Humboldt-Forum im wiedererrichteten Berliner Stadtschloss wünsche ich eine lebendige Begegnung der Kulturen der Welt. Begleitet von den Klängen eines javanischen Gongs legte Bundespräsident Joachim Gauck am 12. Juni 2013 feierlich den Grundstein zum Neubau des Berliner Schlosses. Seit 1443 war der barocke Bau des Architekten Andreas Schlüter auf der Spreeinsel direkt neben dem Berliner Dom die Hauptresidenz von Kaisern und Königen. Im Zweiten Weltkrieg brannten Teile des Gebäudes aus und die DDR-Regierung sprengte 1950 das Relikt der Monarchie, um stattdessen ihr Prestigeobjekt, den Palast der Republik, zu errichten. 2008 wurde der asbestverseuchte einstige Sitz der Volkskammer trotz massiver Proteste nicht saniert, sondern abgerissen. Es gab hitzige Debatten darüber, wie ein Neubau aussehen sollte. Kritische Stimmen befürchteten eine rückwärtsgewandte Idealisierung Preußens und votierten für ein modernes Gebäude in der historischen Mitte. Schließlich entschied sich die Mehrheit des Bundestages für das Humboldt-Forum im Berliner Schloss, ein fortschrittliches Museum der Weltkulturen mit teilweise historischen Fassaden. Damit habe man ein zerstörtes Stadtbild wiederhergestellt, so der Ingenieur und Manager des Bauprojekts Hans-Dieter Hegner. Das Humboldt-Forum hat 3 historische Fassaden wieder zurückgeholt. Es hat ein Gebäude zurückgeholt in der gleichen Größe, wie das Schloss war. Und das heilt natürlich die städtebaulichen Wunden, die der Lustgarten hatte. Das war ein großer Parkplatz zu DDR-Zeiten. Neue Plätze sind entstanden, etwa der barocke Schlüterhof, 2 Spreeterrassen an der Ostseite oder zum Dom und zum Lustgarten hin kleine Grünflächen, deren exotische Bepflanzung an die Studien des Forschungsreisenden Alexander von Humboldt erinnern soll. Hier an diesem Ort ist große deutsche Geschichte geschrieben worden. Hier hat Kaiser Wilhelm II. Die Mobilmachung für den Ersten Weltkrieg verkündet und wir zeigen die Feder, mit der die Mobilmachung unterschrieben hat. Die Wahlurne der Volkskammer, wo im August 1990 über den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland abgestimmt wurde. Das zeigen wir. Das 2021 nach 8-jähriger Bauzeit eröffnete Humboldt-Forum beherbergt nicht nur Zeugnisse der deutschen Geschichte. Die Sammlungen außereuropäischer Kunst der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurden aus Dahlem auf die Spreeinsel in das neue Ethnologische Museum gebracht. Begleitet von heftigen Diskussionen, wie mit den Themen Kolonialismus, Raubkunst und Restitution umzugehen sei. Das war eine große Herausforderung, die Ausstellung aufzubauen, die sich auch unter den veränderten Diskussionen, die wir jetzt haben, auch oftmals noch geändert haben. Benin-Bronzen ist so ein Beispiel. Das wusste vor 10 Jahren noch keiner, dass wir die zurückgeben, dass wir jetzt Leihgaben des Staates Nigeria ausstellen. Über Kolonialismus und seine Folgen öffentlich zu diskutieren, definiert das Humboldt-Forum mittlerweile als klaren Auftrag. Neue, in internationalen Wettbewerben ausgeschriebene Kunstwerke stehen für einen Dialog unterschiedlicher Kulturen. Auf der begehbaren Dachterrasse zum Beispiel befasst sich die Klanginstallation des nigerianischen Künstlers Emeka Okpo mit der Zerstörung der Igbo-Kultur durch christliche Missionierung. Ein neu arrangiertes Volkslied ertönt aus 12 mit traditionellen Igbo-Stoffen bezogenen Lautsprechern, die am Fuß der Schlosskuppel mit dem Goldenen Kreuz aufgestellt wurden. 1848 hatte der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Rund um die Kuppel weit sichtbar ein Spruchband mit Bibelzitaten anbringen lassen, um seinen Machtanspruch als göttlich legitimiert zu untermauern. Dass diese Inschrift wortgetreu rekonstruiert wurde, sorgte ebenfalls für Ärger. Nach Ansicht der Kritiker haben Symbole christlich-kolonialer Herrschaft an einem Debattenort für Weltkulturen nichts zu suchen. Nun wird diskutiert, das Spruchband zu verhüllen oder nachts mit einer Leuchtschrift zu überblenden. So bleibt das Humboldt-Forum das wohl umstrittenste deutsche Kulturprojekt des 21. Jahrhunderts.